Jo, hallo liebe Leute. Weiter geht's mit Fishing Planet. So, und ich bin jetzt hier kurz vorm Level Up auf Level 86. Und jo. Da wollen wir dann doch mal den letzten Fisch gemeinsam fangen. Egal wie groß er ist, es wird das Level Up sein, sehr wahrscheinlich. 99,9%. Gucken, wie lange es dauert, bis der nächste beißt. Immer noch auf Kurs. Ja, Kurs ist okay. Hat wohl noch ein klein bisschen südlicher. Keine Fische unterwegs. Bin schon weit nördlich abgekommen hier. Keine Fische unterwegs. Ganz merkwürdig hier. So, jetzt schwenken wir mal wieder langsam ein bisschen rein. Schauen wir mal, ne? Jetzt gleich mal was beißt hier. Noch keine Fische unterwegs. Weil ich da bin, kann ich dann auch wieder bisschen nach links reinschwenken. Aha. Und da haben wir den letzten Muikana für Level Up. Kein großer, geht also schnell. Oder auch nicht. Ja, der wehrt sich doch. Bremse hört sich ganz komisch an seit ein paar Tagen irgendwie. Na, scheint doch noch mal ein bisschen größer zu sein, also Minimum 50 Kilo.
Und oh mein. Oh, 73 Kilo. Mein nochmal ein Trophy. Und damit haben wir hier das Level up. Ein Bitcoin 1500 und jede Menge Routen. Und die dazugehörigen Rollen natürlich auch. Schnüre. Köder. Schnüre. Köder. Schnüre. Links hier Tintenfischketten. Ersatzvorfach sozusagen. Und noch jede Menge anderen Stuff. Und da sind wir wieder einmal durch. So, reparieren muss ich auch. Abreisen. Mal 314.000 Cash und 154.000 XP gemacht. Insgesamt gucken. $884.000 Cash, 459.000 XP. In drei Ingame-Tage ungefähr, ja. Zweieinhalb, drei Ingame-Tage. So. Ja, alles reparieren. Und noch viel mehr. So. Störmarkierung, ja, nee, da reise ich jetzt nicht hin. Und nochmal ein Shiner. Für den Luca. So, die Route ist repariert, die Rolle nicht. Das heißt, gehen einmal hier. Reparieren einmal die Rolle. Auch gleich reparieren. Die auch gleich reparieren. So. Welche Rolle war es jetzt? Die 18.000er, ne? Ja. 72 Kilo, ja. Die war's. Welche ist das hier überhaupt? Das ist die 44 Kilo. Die 55 Kilo. Das ist die 48 Kilo. Alles klar. Auch die Routen. Auch die 45,5 und die 50 Kilo. Gut. Brauche ich aber erstmal nicht. So, jetzt gucken wir mal hier Shop. Salzwasser, Spinningrouten, so, könnte ich jetzt alle kaufen, die habe ich, die ist jetzt neu mit Level, nee, die ist mit 85 dazugekommen und die ist noch gesperrt, Level 86, immer Level 86, ist die noch gesperrt, ach nee, ist jetzt offen, das Schloss ist ja jetzt offen. Eine 67 Kilo und das eine 69 Kilo. Und haben tue ich die 65. Wegen 4 Kilo mehr gebe ich keine 151.000 aus. Weil das macht keinen großen Unterschied. So, wir mal bei den Casting-Routen. Weil beide kaufen können. Die drei 60 Kilo, die 67 Kilo und die 73 Kilo. Ich habe es 72. So, ja, das war ja die Grundroute. Nee, die Casting. Castingroute 72,5. Jetzt SE-Variante. Die 73. 168 Wurfgewicht. Bis 200.
Komisch. Art und Wiese hier. Das ist die 72,5. Die 165 Max. Max. Das ist die. Ah, 150. cm kürzer. Das schwächeres Bruchgewicht. Aber das ein halbes Kilo mehr. Da gibt es dann da auch eine passende Rolle. Gucken wir gleich. Ja, jetzt gucke ich noch mal bei den Grundrouten, da dazu gekommen ist. Nur die 72,5 Kilo. Die ist jetzt so stark wie die Casting-Route als Grundroute. Dann habe ich ja die 88 Kilo, die reiche. Welchere brauche ich? So, dann gucken wir jetzt mal bei den Spulen. Das ist, genau, da. So. 60 Kilo, ja. Ich kriege nämlich für die 73 Kilo Rolle, Route, auch gar keine passende Rolle. Lohnt sich nicht, die zu kaufen. 72, die habt die SE. Gibt es hier noch eine 75 SE und 87. Beide 3 seit 659, 60. Ein Kilo Unterschied. Soll der Blödsinn. Kauft denn sowas? Wollen die wahrscheinlich, dass du erst die kaufst hier? Dann merkst du, nee, ich möchte doch lieber noch ein Kilo mehr. Das ist so lächerlich. Und Schnüre. Salzwasser geflochten. Dürfen wir jetzt kaufen bis 60 Kilo. Die werde ich mal holen für die Spin-Route. Kann ich die Mono nämlich wegpacken und für Baitcoins verkaufen. Und nimm lieber die Braid. Wie hat die? 1000 Meter erstmal. Ja, das reicht erstmal. Der neue? Geh wie zum Level Up. Jo, dann geh. So, dann packen wir die schon mal. Rüsten die besser gesagt schon mal aus. Nee, da will ich hin. 60 Kilo. 1000 Meter. Da. 60 Kilo Braid, ja. Okay. Ja. 250 Meter. Haben wir viermal was davon von den 1000 Meter. So, und jetzt die Monoschnur. Die Monoschnur. 45er. Könnte ich eigentlich auch. Obwohl, da gibt es, glaube ich, nur Geld für, genau. Und die 60er. Gibt es, glaube ich, auch nur Geld für, ne? Keine Bitcoins. Ne, gibt es auch nur Geld. Kann ich die auch erstmal noch behalten? Packe ich die erstmal hier draußen. So, kann ich auch rauspacken, brauche ich. Moment. Bisschen aufräumen hier. Braid. Braid 53 Kilo. Ja, ich glaube, die brauche ich erstmal noch. Wird es denn dafür geben? Auch nur Geld. Ah ja, die habe ich auch für Geld gekauft, genau. So, wieder zurück zum Shop. Dann gucken wir nochmal bei den Monoschnüren. Ah ne, das sind
Falsch, da wollte ich hin. Da können wir jetzt sogar schon bis 65 Kilo kaufen. Wow. Ob 60 oder 65 Kilo macht bei den Fischen in der Gewichtsklasse dann auch nicht so viel Unterschied. Also können wir auch vernachlässigen. Salzwasserfluorocarbon-Vorfach. Können wir bis 60 Kilo. Ja, aber nutzt gar kein Vorfach mehr im Moment. Die Fische da im Ozean, die kann ich alle rausziehen, auch ohne Vorfach. So. Gucken, was da dazu gekommen ist. 500 Gramm Blei. 75 Gramm. Und 15 Nuller Haken. Die kaufe ich einmal. Sehen interessant aus. Gibt es noch die Haken hier? Achso, ja, das sind die Frischköder. Bis Raute 5.0, 2.0, 3, 5.0, ne, ist nicht so interessant. Das war ja alles schon. Ne, das ist auch noch gerade. Wir kommen 450 Gramm. Auch im Moment nicht wirklich. Angelzubehör. So, da war ich ja gerade. Ne, da war ich gerade. Angelzubehör, genau. Jetzt kommt Kunstköder. Neu. So. Ja, 15 cm, 15, 15 cm, nö, brauche ich alles. 100 Gramm Blau, ich glaube, den habe ich schon. Grün. Rolling Octopus. 43 Gramm. Brauche ich nicht. Nö, da ist nichts dabei. Interessant wäre Lachs. Habe ich beide. 50er habe ich auch beide. Hier. 50 Gramm Weiß. Kann ich im Moment, ob ich die habe. Den in Blau. 20 Gramm. So interessant. Grün. Rosa-Weiß. Grün-Weiß, Rosa-Weiß. Weiß-Silber. Mal gucken, mit 50 Gramm Farbe. Die Karton. 50 Gramm, nee, 50 Gramm habe ich nur schwarz. Nochmal gucken. Mal den grün. Den. So, das war's eigentlich hier. Die neuen Sachen. Da war ja wenig von wirklich für mich zu gebrauchen. Für euch vielleicht ist da mehr zu gebrauchen. Ihr trefft ja auch andere Entscheidungen. Auch gut so. So, wieder zurück ans Gewässer. Achso, muss ich noch irgendwas reparieren. Die Spinrolle und die Spinroute, stimmt, die könnte ich mal reparieren. Kriege ich aber jetzt nicht hin, weil dafür keine Ersatzruten habe, die ich auswechseln kann. Müsste die rausschmeißen und dann neu ausstatten. Das ist blöde. Man kann die nicht nur mit normalen
austauschen, reparieren und wieder zurückpacken. Man muss wirklich dann auch wieder eine Salzwasser-Schwimmroute haben. Und da habe ich ja für mich entschieden, obwohl ich mache das mal. Ich kaufe mir die jetzt trotzdem mal, damit ich die habe zum Wechseln, zum Reparieren. Weil jedes Mal alles rauspacken und wieder neu zusammenstellen, finde ich blöde. So, Salzwasser-Spinroute. Kaufen wir die doch mal hier. Geld habe ich ja genug. So, das ist die 69 Kilo. Und Salzwasser-Spinrolle. Die mit 68 Kilo. So, Inventar. Ja, dann, was ist das denn hier? Achso, das ist die Rolle, ne? Gerade gekauft habe. Ja, richtig. Gut, einmal dahin. Die reparieren. Und wieder zurück. Dann kann die hier raus. Und dann einmal die Spinnroute. Müsste die sein. Einmal auswechseln, mal reparieren und zurückwechseln. Und sobald ich eine etwas bessere Braid-Schnur kaufen kann, wechsle ich die dann auch gegen die 69 Kilo und pack die weg. Damit sich der Kauf dann auch gelohnt hat. So, haben wir repariert. Noch was zu reparieren? Brauche ich im Moment nicht. Die ist frisch repariert. Das ist die Mokonzi Grundroute. Ja, die müsste eigentlich auch einmal repariert werden. Das hat Mokonzi. Noch eine, die nicht repariert ist. Austauschen, zack. Brauche ich aber nicht wieder zurücktauschen, einfach nur reparieren, weil das ist ja sowieso die gleiche. Die Rolle ist noch gut. Die will ich mal austauschen gegen eine zweite Mokonzi. So packe ich jetzt. So, die werde ich einmal abspeichern in der Konfiguration. Zack, dann kann ich sie komplett rausschmeißen. Zack. So. Und dann einmal die Bottom. Wo kann sie ausrüsten? Ja, aber bitte mit Blei. Habe ich die mal mit Bleiausrüstung? Ja. Ne, ist auch mit Korb. Wieso habe ich die zweimal? Achso. Nein. Einmal mit Korb. Bin ich noch einmal mit Blei? Andere. Nö, ich habe die nicht mehr mit Blei abgespeichert. Dann mache ich das anders. So, einmal nochmal abspeichern. Zack. Und dann hier. Zack. So geht das alles viel schneller. So, dann habe ich zweimal die Mokonzi mit. Habe ich nochmal die Fiederroute. Die starke Grundroute. Könnte ich denn da noch mitnehmen? Weil die brauche ich eigentlich auch nicht. Obwohl, ne, eine kann ich ja drin lassen, falls ich mal ganz kleine Fische fangen will hier am Kaichinori. So, jetzt haben wir alles erledigt. Reisen wir wieder hin. Jetzt zurück in unseren Vereinsraum. Nur noch der Empty King. Ado ist raus. So.
Ja, können wir denn jetzt noch anstellen hier? Ach so, mal was anderes gucken. Ja, ist nur noch die Gekonntheitsmission mit denen. Die muss man gemeinsam fangen, kann man alleine nichts machen. Oh, dann gibt's ja eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ah doch, hier. Mittlerweile habe ich ja gefangen den grünen Snapper in einzigartig, leider nicht im Video, aber an der Stelle, wo ich im letzten Video grünen Snapper geangelt habe. Da ist jetzt abgehakt. Jetzt fehlt mir hier nur noch der rote Snapper in einzigartig, um hier alle Fische abgehakt zu haben. Könnten wir eigentlich da nochmal hinreisen und das probieren. So, gehen wir mal aufs Boot. Weil ich nehme eine andere Stelle. Ups, nee, nochmal Motor aus. Brauche nochmal erstmal hier die. So, wo hatte ich den roten Snapper gefangen? Ich glaube da, ne? Nee, das war der. War auch nicht. Nee, hier hatte ich den gefangen, genau. Da ist der rote Snapper. Da. Da. Reisen wir da hin. So. Mal wie ich kurven muss. Hier stehe, also einfach nur rechts rum. Bei der Weg. Wo geht eigentlich noch? Noch im Rahmen. Umdrehungen Umdrehung plus minus. Obwohl er minus, weniger plus. Und so geht er mal auf 7200. 7180 bis 7200. Wechsel das. Na, die 200 ist er noch nicht wieder rangekommen. So, jetzt mal langsam Tempo rausnehmen hier. Wir sind nämlich gleich da. Obwohl, na, noch ein ganzes Stück. Wenn man reinzoomt, sieht man, dass es dann doch noch ein ganzes Stück ist. Nehmen wir erstmal die Markierung. So, da ist sie hinter uns. Anker lassen wir draußen. Und dann nehmen wir die Mokonzi Nummer 1. Die dürfte jetzt auch nicht ganz so tief sein wie an der anderen Stelle, wo ich das letzte Mal war. Oh, hier muss ich die Schnur bald wechseln. 31, obwohl 31%, das geht noch. Na doch, ist auch hier, ist auch tief. Ja, genauso tief. Das ist blöde. Dauert das Absenken immer so irre lange.
Und kurbeln und kurbeln und kurbeln, irgendwie das hätten sie auch ein bisschen schneller programmieren können, irgendwie, also dass man schneller runterkommt mit den Ködern, irgendwie. Das ist einfach nur langweilig. Man hier gefühlt eine halbe Stunde braucht, bis der Köder endlich am Boden ist. Das kostet viel zu viel Zeit. Jo, auch hier ist es 117 Meter oder was. Probieren wir mal ein bisschen rein. Ah, 112, 113 Meter. Okay. Auch die Beißzeit, ja, natürlich im Keller. Wir gehen mal hier auf 9 Uhr vor. Die Sonnenbrille auf. Die Sonne nicht so blendet, die hinter uns steht. Jo, fangen wir hier noch einen Roten Snapper, wenn die denn jetzt so weit sind, hier mal was, ne, essen zu wollen. So ein bisschen eine Meereschen. Vernaschen. Na, sollte ich die zweite noch mit rausschmeißen? Komm, was soll's? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, wenn bis. Lassen wir mal so absinken, ohne Kurbeln. Und nicht die ganze Zeit die Maustaste drücken. Wird aber noch ein bisschen länger dauern, dann, der unten ist. Gleich unten kann sich nur noch um Stunden handeln. Jo, ab 12 Meter. Bei 112. So, liegen wir beide unten. Brauchen die roten Snapper nur noch kommen, den Köder schnappen und sich an dem Haken verfangen mit ihrem Maul. Die, die man als letztes rauswirft, kommt als erstes der Fisch. Die, die man als erstes rauswirft, kommt gar nichts.
Gucken, ob es ein roter Snapper ist, aber ich glaube schon, aber wie gesagt, wieder nur ein junger, also besser gesagt ein normaler, 4, 5 Kilo. Oh, nö, ein 11 Kilo. Ah ja, stimmt, jetzt waren ja die grünen Snapper, die so klein waren in normal. Die normalen hier sind ja immer schon so zwischen 10 und 15 Kilo. So, den nehmen wir dann mal an, ne? Können wir wohl annehmen, dass wir den annehmen. Und dann würde ich sagen, das war's dann für dieses Video. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten, ne? Bis dahin, tschüss.